Rap-Gruppe bekannt aus dem Top-Hit Funktional kaputt. Und wir haben gerade nochmal nachgeschaut. Dieser Song hatte über 1000 Downloads auf iTunes, wo sie jeweils irgendwie 80 oder 90 Cent gebracht haben. Und David_1701 auf Twitter und app.net hat gesagt, dass er alle Einnahmen der Digiges spendet, wenn er sie denn dann bald hat, was sehr großartig ist. Danke nochmal, David_1701. So. Und jetzt wird Clemens ganz ernsthafte Dinge erzählen zum technischen Netzneutralitätszeug. Jetzt meine Notizen. Moment. Ja, ich wollte nur mal sagen, hier ist ein schöner Aufkleber drauf. Ich weiß nicht, ob die die Zuschauer an den Geräten daheim den sehen können. An die Politiker, lasst unser Internet in Ruhe oder wir nehmen euch die Faxgeräte weg. Vielleicht soll man den Politikern einfach sagen, dass ihre Faxgeräte schon längst übers Internet funktionieren, dank VoIP. Dann wären sie vielleicht ein bisschen vorsichtiger damit. Außerdem wollte ich auch nochmal darauf eingehen, Annalena Becker hat auf Twitter vor ein paar Tagen einen schönen Spruch gebracht, den Ben vorhin auf Englisch auch nochmal gebracht hat, nämlich, dass die technischen Notwendigkeiten zur Bevorzugung mancher Dienste nicht das Problem sind, sondern wer darüber entscheidet und aus welchem Grund. Also wie Ben sagte, who controls it, when and why. Das ist auch, glaube ich, mal ein Kernthema. Nichtsdestotrotz, es gibt technische Notwendigkeiten, technische Hintergründe und dazu bin ich geladen worden, hier mal noch mal ein paar Silben zu verlieren. Ich will einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Wir haben ja hier im Wesentlichen gerade so ein bisschen die Telekom im Fokus, mehr oder weniger selbstverschuldet. Ich kann nichts sagen, wie die Telekom Dinge genau macht, was Quality of Service Einstellungen in ihrem Netz angeht. Das ist natürlich eine Geschichte, die sie für sich machen, sehr geheim halten, auch weil es eben auch gerade einen sehr starken politischen Aspekt hat. Ich habe da keinen direkten Einblick drin, wie die ihr Netz genau einstellen. Ich kann aber was sagen zu der Technologie, weil die Telekom kocht auch nur mit Wasser. Ich kenne noch ein paar Leute von früher dort, die da auch arbeiten, die da Netzmanagement machen und die kaufen auch bloß dieselben Geräte wie jeder andere auch. Und das heißt, man kann mal vorstellen, was diese Geräte oder was die Technik kann und kann sich dann selber ausmalen, was die Telekom davon vielleicht nutzen möge oder nicht. Oder jeder andere Provider auch, weil das ist alles eigentlich immer dasselbe Ding. Vorwegnehmen muss ich vielleicht nochmal auch, dass das Internet nicht eine Wolke ist, wie es immer so gerne hingemalt wird oder so dargestellt wird. Das heißt, es ist kein homogene Wolke, wo Seite A Daten einspeist und hinten kommen sie einfach wieder raus, sondern es besteht aus mehreren Teilen, die sich auch ganz stark unterscheiden, technisch in dem, was da gemacht wird. Wir haben den Backbone, von dem immer geredet wird, dass die Verbindung der Provider untereinander, die auf technisch durchaus anderer Basis abläuft als die letzte Meile, nämlich das Access Network, also wie man den Teil, wie man das Netz zu den Leuten nach Hause bringt oder mobil. Das muss man sehr stark betrachten, wenn man sich Dinge anschaut. Worum geht es hier zum Thema Net Neutrality? Es geht da im Wesentlichen um Aspekte, die man technisch als Quality of Service bezeichnet, die aber gerne im Marketingbereich oder im vertrieblichen Bereich als Managed Service verkauft werden. Das heißt also, wir machen eben das, was die Net Neutrality fordert, genau nicht, sondern wir gucken uns den Verkehr genau an, klassifizieren ihn, sagen, der ist gut, der ist böse, der ist bezahlt, der ist nicht bezahlt und behandeln ihn dementsprechend. Nichtsdestotrotz muss man sagen, was ich derzeit noch nicht gesehen habe in der Form ist, dass solche Mechanismen einen Dienst, sagen wir mal, komplett verändern. Das ist jetzt nicht so, oder habe ich bisher noch nicht gesehen, dass irgendein Webseitenprovider ein Katzenbild auf ihre Webseite stellt und beim Benutzer hinten kommt ein Hund an. Solche Dinge weiß ich nicht, da sollte man vielleicht auch mal drüber diskutieren. Also nicht nur, was oder wen lassen wir durch, sondern wie ehrlich lassen wir es auch durch. Es gibt durchaus da Themen, also es kommt teilweise vor, dass sowas schon mal gemacht wird, allerdings nicht bis zu diesem Extrem, wie ich es eben genannt habe, sondern es gibt zum Beispiel
Netzbetreibern, die die Webseiten, die abgerufen werden von den Benutzern, analysieren, reingucken, sagen, oh, da ist ein JPEG-Bild drin, das ist mir aber viel zu groß, das rechne ich nochmal klein. Da mache ich nochmal ein paar Pixel, also die Qualität ein bisschen schlechter, dann ist das kleiner, schneller zu übertragen. Oder es gibt eben auch Netzbetreiber, die fummeln wirklich in den JavaScript rum oder bauen JavaScript ein auf Webseiten. Auch das ist noch ein echtes Thema, über das man sich mal unterhalten sollte. Neben den reinen Fragen des Zugangs. Oder so, oder? Wichtiger Punkt ist, da ist Ben vorhin auch schon sehr drauf eingegangen, das Ganze funktioniert nur, wenn das Internet in Gänsefüßchen, wenn das Internet insgesamt knapp ist. Weil man kann Pakete nur dann bevorzugt transportieren, wenn es auch andere Leute gibt, die gerne da rein wollen. Wenn ihr sozusagen, stellt euch vor, wie ihr habt eine Riesenstraße, eine sechsspurige Straße und fünf Leute wollen da drüber marschieren, dann ist das vollkommen egal, in welcher Reihenfolge oder wie die das machen, weil die haben so viel Platz, dass jeder von denen gleichzeitig laufen kann, da gibt es gar kein Problem. Wenn man allerdings versucht, jetzt wenn man die Straße klein macht oder künstlich klein hält, dann kann man natürlich sich an den Beginn der Straße stellen und sagen, nee, du kommst zuerst und du kommst vor dem und ihr beiden, jetzt lauft ihr mal schnell durch und so. Das, dieses ganze Spiel kann man also nur dann betreiben, wenn das Netz künstlich klein gehalten wird. Hat Ben, wie gesagt, vorhin auch schon gesagt. Interessanter Teil dabei ist, ich sehe nicht in meiner täglichen Arbeit und ich glaube es auch nicht, dass das Internet in dem vorhin erwähnten Backbone-Bereich klein ist. Diese Knappheit, die dort herbeigeredet wird, ist nirgendwo sichtbar. Selbst wenn sie dort da wäre, lässt sie sich mit derzeitigen Mitteln, mit minimalen Kosten jederzeit erweitern. Wir haben so viel Glas im Boden in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, in der ganzen Welt. Auch unter den Meeresspiegeln gibt es wahnsinnige Mengen an Glas, die alle auch schon mal gelegt wurden, schon nicht erst jetzt in den letzten Jahren, sondern schon während der ersten Filterblase, so Ende der 90er Jahre, rannten Leute mit Geldkoffern durch Europa. Ernsthaft, ich bin mal so einem Typen begegnet. Haben dort alles gekauft, was es gab an Wegerechten und so weiter und so fort. Es wurde alles mit Glas zugeknallt. Also wir haben erstmal rein von der Physik, und das ist ja der teure und zeitaufwendige Punkt, nämlich erstmal was aufzugraben, dann Kabel oder eine Glasfaser zu verlegen. Das ist alles schon getan. Jetzt am Ende dieses Kabels irgendwie nochmal einen zusätzlichen Switch oder einen zusätzlichen Router anzubauen, ist heutzutage echt kein Thema mehr. Ja. Deswegen gibt es zum Beispiel auch bei der berühmten Frage der Kopplung zwischen Telekom und YouTube, die sich seit Jahren hinzieht, das ist ganz klar künstlich gemacht. Das kann mir keiner erzählen, dass die jetzt in den 3-4 Jahren, die das Thema schon ansteht, nicht geschafft haben, da irgendwie nochmal einen neuen Routerport zu kaufen bei Cisco oder wo auch immer. Ja, also das ist irgendwie, das finde ich ein bisschen albern. Was übrigens sehr interessant ist, auch in diesem Zusammenhang zum Thema Knapphalten, Internetknapphalten, ist auch die Zugangsbandbreite im Access Network. Also ich habe ja eben gesagt, ich glaube nicht an den Backbone, dass der Backbone knapp ist. Insbesondere auch zum Beispiel nicht gerade bei der Telekom. Ich habe gerade neulich wieder miterleben können, dass die einfach über Glasfasern verfügen. Ja, die müssen nicht überlegen, wie ihre Mitbewerber, oh, miete ich mir die jetzt noch für ein paar tausend Euro im Monat oder nicht? Weil, theoretisch müssen sie sich zu denselben Konditionen von sich selber kaufen, wie ihre Mitbewerber, ja, aber ganz klar, dann sagt halt die Internet-Division von der Telekom, ja, ich bräuchte hier nochmal Glasfaser, dann sagt die Netz-Division, ja, das kostet sich 3.000 Euro im Monat, sagt die, ja, 3.000 Euro, danke, steckt in die andere Tasche wieder ein, gut ist. Also nochmal, gerade die Telekom soll mir nicht kommen mit, oh, wir haben keine Kapazitäten und Glasfasern sind ja so teuer. Und ich habe es, wie gesagt, gerade neulich miterlebt, kann man auch erzählen, auf der Republika haben ja 3 mobilen Netzbetreiber ihre Basisstationen aufgebaut, um euch und uns dort alle besser zu versorgen. Juhu, hat doch geklappt. 3 waren da, einer hat sich gar nicht blicken lassen, lassen wir jetzt mal offen, wer das ist. Von den 3 hat einer eine Glasfaser genommen, um seine Basisstation anzubinden, und 2 haben sich Richtfunkstrecken geschaltet. Und ihr könnt mal raten, wer der eine ist, der sich da eine Glasfaser hat legen lassen. Von seinen Festnetzkollegen. Egal, also wie gesagt, dort sehe ich kein Problem. Interessant ist es, wie gesagt, im sogenannten Access Network, dort, wo wir also das Internet zu den Leuten nach Hause bringen. Ja, die letzte Meile, die berühmte DSL-Leitung. Warum ist die eigentlich so dünn, wie sie ist? Okay, manche von euch denken, oh, ich habe jetzt VDSL, 50 Megabit und 10 Megabit Upload. Ja, wow, warum ist die so?
Wir haben uns jetzt alle daran gewöhnt, dass das so ist. Ich habe es neulich mal ausprobiert. Ich habe mal so einen handelsüblichen Plastrouter genommen und habe den mal an einen befreiten D-Slam gehängt, also an einen D-Slam, dem man mal die politischen Faktoren entzogen hat. Und siehe da, dieser Plastikrouter machte nicht 50 Megabit in die eine und 10 Megabit in die andere, sondern 102 Megabit in die eine Richtung und 64 in die andere. Ja, also man kann durchaus mit bestehender Technik, wenn man das politisch will, das Netz auch so neutral bauen, dass es zum Beispiel 50-50 gibt. Das ist also jemand, also eine symmetrische Anbindung, dass die Leute die gleiche Upload-Bandbreite haben wie Download-Bandbreite. Warum wird das nicht gemacht? Ja, das ist eine politische Frage, aber es ist eben keine technische Frage mehr. Ja? Man hält das knapp, damit man dort eben wieder was verkaufen kann, damit man eben Businesskunden eine symmetrische Anbindung wieder verkaufen kann für sehr viel mehr Geld als den Privatkunden zu Hause. Die Privatkunden sollen eh möglichst konsumieren und nicht produzieren. Ja, das wollen wir sowieso mal klarstellen. Technischer Hintergrund, Quality of Service. Bin schon ein paar Mal darauf angesprochen, vorhin auch nochmal zum Thema, wie funktioniert das eigentlich, wie merken die eigentlich, was ist jetzt Spotify, was ist YouTube oder so, was gibt es da für Möglichkeiten? Wie gesagt, ich kann nicht sagen, wie es die Telekom macht, ich kann sagen, wie ich es machen würde und was die Gerätehersteller so machen. Die Grundidee ist, dass man an seinem Netz, an seinem Core-Netz, kann man sich wirklich wie so eine Wolke darstellen und auch hinmalen, die hat einen Rand, die hat einen sehr scharfen Rand, nämlich dort, wo man die eigene Technik verlässt. Ja, also, oder sozusagen wo zum Kunden oder zum GBI, zum großen bösen Internet hin, der große, sozusagen, wo das Kabel in feines Land hinübergeht. Ja. An dieser sogenannten Network Edge klassifiziert man den Verkehr, der reinkommt. Im einfachsten Fall zum Beispiel, wenn ich eine Verbindung direkt habe zu einem Feind, wie Google oder YouTube oder wie auch immer, sage ich, alles, was über dieses Kabel kommt, kommt vom Feind. Ja, dann brauche ich mir die Pakete gar nicht angucken. Ich kann aber auch hingehen und sagen, okay, ich kriege jetzt über bestimmte Kabel, nämlich die zu irgendwelchen Internet-Exchanges laufen oder zu anderen weltweiten Peering-Partnern, da weiß ich jetzt nicht, was da kommt. Da gucke ich jetzt mal ein bisschen näher drauf, was das ist, wo das herkommt. Im einfachsten Fall gucke ich halt nur auf die IP-Adressen, sage, wo kommt das her? Oder IP-Adressen werden auch immer, muss man dazu sagen, werden im Backbone immer noch zusammengruppiert in sogenannte Autonomous Systems, in AS. Das heißt, man kann also auch schon an der AS-Nummer, die einer Route, das heißt damit auch eine IP-Adresse anhängt, erkennen, okay, wo kommt das Pima-Dom her, aus welcher Organisation. Und anhand dieser Informationen kann man auch wieder eine Entscheidung treffen, ist das guter Verkehr, böser Verkehr, bezahlter oder unbezahlter Verkehr. Die Telekom wird übrigens ohnehin hingehen für ihre guten Kunden in Gänsefüßchen, also ich sage jetzt mal so die Spotifys dieser Welt oder so, die sich auf diese Deals einlassen, aus Gründen der besseren Managebarkeit werden die ohnehin direkte Leitungen legen. Das heißt, es ist für die viel einfacher, hinterher zu sagen, das ist guter Traffic, weil das ist Traffic, der aus einer ihrer eigenen Leitung rauskommt, höchstwahrscheinlich. Wenn diese Klassifizierung gemacht ist, dann wird der Datenverkehr, ich sage nicht das Paket, aber wird der Datenverkehr markiert. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann entweder im IP-Header ein paar Bits rumsetzen, das ist aber immer noch so ein bisschen problematisch, oder man transportiert das Netz mit einem anderen WLAN oder Quality of Service Tag durch sein eigenes Netz. Das heißt, man klebt sozusagen außen drauf am besten noch so ein Kleber, wo man sagt hat, ja, das Edge-Device, was jetzt diese Paket entgegengenommen hat, hat festgestellt, das ist guter, böser, bezahlter, unbezahlter Traffic. Und innerhalb des Netzes wird dann nur noch anhand dieses Labels sozusagen sortiert, wenn überhaupt sortiert werden muss. Ich sagte ja, diese ganze Nummer mit dem ganzen Sortieren und Bevorzugen greift nur dann, wenn es irgendwo einen Engpass gibt. Wenn ich keinen Engpass habe in meinem Netz, dann läuft jedes Paket durch, weil es gibt keine Konkurrenz zwischen den Paketen. Ja? Übrigens dazu muss man noch was dazu sagen, ist vielleicht ein technisches Detail, aber muss man auch nochmal erwähnen. Was es nicht gibt, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, ich kenne noch keinen Hersteller, der sowas baut, ist, wenn ein Paket erstmal auf der Reise ist, ist es unterwegs. Es wird nicht mittendrin unterbrochen, weil ein besseres Paket kommt. Das heißt also, die ganze Sortiererei, was ist besser, was ist schneller, wie auch immer, passiert immer nur grundsätzlich in der Frage, schicke ich jetzt das Paket oder nicht? Ist es erstmal unterwegs? Ist es unterwegs auf der Leitung? Also ich habe, wie gesagt, noch keinen gesehen, der ein halbes IP-Paket in der Mitte abbricht, sagt, nee, Mann, jetzt kommt nochmal schnelleres und dann nochmal wieder retreit. So etwas gibt es nicht. Das ist übrigens dann wichtig, wenn man eben guckt, wenn es nämlich wirklich mal zu einem technischen Engpass kommt, nämlich zum Beispiel auf der letzten
Meile oder sozusagen ein letztes Stückchen Draht, was zum Kunden rausgeht. Weil das ist die einzige Stelle derzeit, die ich so sehe, wo für den allgemeinen Internetverkehr, für normale Benutzer oder sowas, spannend ist, in welcher Reihenfolge diese Pakete dort abgeschickt werden. Aber nochmal, was unterwegs ist, ist unterwegs, das wird nicht mehr zurückgerufen oder abgebrochen oder wie auch immer. Was kann man jetzt nur machen, wenn man jetzt so ein Paket dran hat und man steht jetzt vor der Frage, man hat jetzt hier mehrere Pakete, die irgendwo von A nach B sollen. Wie gesagt, durch meinen Backbone sind sie schon durchgeflutscht und jetzt stehen sie an der armen kleinen DSL-Leitung zum Benutzer runter. Es gibt ja immer noch Leute, die in Deutschland, die jetzt schon mit 384 Kilobit leben müssen, weil es in ihrem Dorf nichts Besseres gibt. Dann ist natürlich schon die Frage, was mache ich jetzt damit? Was mache ich mit so vielen Paketen? Also erstmal kann ich sie sortieren. Ja, in der Hoffnung, dass da nicht noch mehr von kommen, wenn da nur so ein paar Leute stehen an dem Eingang zu dieser dünnen Straße, dann kann ich sie in eine bestimmte Reihenfolge bringen und dann dementsprechend durchleiten. Das ist technisch eine durchaus sinnvolle Geschichte. Das kann auch durchaus im Interesse des Benutzers sein, sowas zu tun, nämlich für die viel zitierten Voice-over-IP-Dienste zum Beispiel, wo man gerne mit jemandem telefonieren möchte und auch kontinuierlich und möchte auch vielleicht gerne unterhalb einer Minute wieder eine Antwort bekommen, also so Telefon, wie man es früher kannte. Da ist das durchaus sehr sinnvoll, das zu machen. Zumindest technisch, ja, politisch muss man entscheiden, wer darüber entscheidet, aber technisch macht das Sinn, die dort zu sortieren. Und was kann man noch machen? Man kann natürlich sagen, Pakete, die zu lange dort in dieser Schlange stehen, die schmeiße ich mal weg. Oder wenn es zu viel von einer Sorte gibt, schmeiße ich die weg. Das ist nämlich auch der spannende Punkt. Jetzt kommen wir mal zum Thema Drossel. Die Drossel ist sozusagen ein Rate Limiting. Das heißt, da geht jemand künstlich hin und zählt diese Dinger und sagt, so, das waren jetzt für einen Zeitraum X, waren jetzt genug. Alles Weitere, was jetzt kommt, schmeiße ich jetzt zum Beispiel weg. Das ist eine Möglichkeit, die ist allerdings sehr brutal und führt meistens für den Netzbetreiber zu mehr Ärger als zu allem anderen, weil Pakete im Internet haben die Angewohnheit, dass wenn sie nicht ausgeliefert werden, dann kommen sie wieder. Und in der Regel bringen sie auch Brüder und Schwestern mit. Das heißt also, wenn man jetzt Pakete einfach nur brutal wegschmeißt, kann man einem zwar einen Benutzer ärgern, tut aber mit seinem Backbone gar nichts Gutes, weil, wie gesagt, die kommen wieder. Was man noch machen kann, ist, man kann ein sogenanntes Traffic Shaping machen. Das ist allerdings wieder eine sehr spannende Geschichte. Da fängt man wirklich an, wenn man Traffic Shaping richtig macht, in die Protokolle einzugreifen. Das heißt, es passiert nicht mehr auf IP-Ebene, da kann man nämlich wenig mitmachen, sondern man geht halt wirklich in die nächste Protokollschicht, zum Beispiel TCP ein, weil ja die Grundlage ist für HTTP, damit also für die meisten Web-Anwendungen. Und fängt dort an den Mechanismen, an den Flusskontrollmechanismen, die TCP innewohnen, rum zu manipulieren und sozusagen den Verkehr wirklich auszubremsen, ohne dass er sozusagen jetzt in Schwämmen mit Brüdern und Schwestern wiederkommt. Das geht allerdings nur bei manchen Protokollen und das geht zum Beispiel nicht bei UDP-basierten Protokollen oder bei proprietären Geschichten, sondern geht halt nur bei so ein paar Sachen. Da kann man shapen, ordentlich shapen, ohne dass man sozusagen mehr Verkehr dadurch erzeugt. Bei anderen Protokollen kann man wirklich nur hingehen und sagen, okay, das war jetzt das fünfte Paket in den letzten 100 Millisekunden, weg. Und das ist natürlich dann auch schon auf einer anderen Art und Weise auch schon wieder ein Eingriff in die Netzneutralität. Ne? Weil ich bezahle ja als Benutzer dafür, dass meine Pakete transportiert werden und zwar in der Regel 100% davon. Und ich möchte nicht, dass sozusagen, wenn ich 100 Pakete abschicke, nur 95 davon ankommen, die anderen 5, sagt die Telekom so oder wie auch immer, pff. Oh, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wichtig ist, ich wollte noch erwähnen, weil es auch wieder sehr häufig kommt, zum Thema Entertain. Entertain ist eine Produktbezeichnung der Telekom für alles Mögliche, was die so mit Multimedia machen. Darunter fallen unter anderem auch Live-Fernsehübertragungen. Also vom Prinzip dasselbe, was man über DVB-T oder über einen Kabelanschluss oder so kriegen kann. Oder über einen Satelliten, nur halt eben per IP übers Kabel. Aber es ist in dem Sinne technisch gesehen kein Internet. Ja, es wird das IP-Protokoll benutzt, aber es kommt nicht übers Internet. Die Telekom oder auch jeder andere Provider, der sowas baut, betreibt dafür eine separate Infrastruktur, die hinausreicht bis zu den D-Slams, also zu den Modems, die auf der Straße oder in der Vermittlungsstelle stehen, wo dann wirklich die letzte Leitung vom Kunden hinten dran ist an diesem Teil. Und das Traffic Engineering dafür ist ein ganz anderes. Wir haben leider nur hier 10 Minuten, die ich wahrscheinlich schon längst überschritten habe. Wer das gerne nachher nochmal offline mit mir diskutieren möchte, sei herzlich willkommen. Wir reden hier über Multicast-Verkehr, der über eine ganz andere Schiene reinkommt. Wie gesagt, ja, es ist IP, aber es ist kein Internet.
Was wiederum Internet ist, ist irgendwelche individuellen Angebote für jeden Benutzer einzeln. Also View on Demand und diese ganzen Schnöken. Das ist sozusagen deutlich wieder Internet. Übrigens witzigerweise, das Voice over IP der Telekom geht auch über das Internet. Es geht nicht über eine separate Infrastruktur, jedenfalls bisher nicht. Bei der Telekom, andere Provider machen das anders, aber was bei der Telekom gerade kürzlich jetzt mal gesehen habe, ist, die machen das auch über das Internet. Ja, das war es eigentlich schon. Achso, eine Frage wollte ich noch vielleicht in die politische Diskussion mit einbringen, die so selten gestellt wird. Warum erlauben wir eigentlich den Leuten für unseren Verkehr doppelt zu kassieren? Weil ich zahle ja als Benutzer schon dafür, dass ich zu YouTube komme. Warum soll der YouTube noch dafür bezahlen, dass er zu mir kommt? Weil ich habe doch schon dafür bezahlt. Das ist genauso, wenn ich mir ein Bahnticket kaufe nach München und die Bahn mich so fährt und so Mitte des Weges ruft ein Bahnvorstand beim Oberbürgermeister in München an und sagt so, ich hätte da jetzt einen Zug voll Leute. Und wenn du mir was dafür bezahlst, dann kommen die sogar an. Also rein aus diesem kommerziellen, wir reden ja hier immer über Kommerz, aus diesem kommerziellen Aspekt, das würde ich auch gerne mal diskutiert wissen, wieso man das so macht. Ja. Ja, Applaus nochmal.